Und damit herzlich willkommen zurück, Let's Play World of Goo mit mir, dem bösen Chaos Joker, und wir sind in Chapter 2, Little Miss World of Goo, und das reimt sich sogar, ist das nicht toll, und zwar im Level Blustery Day. Blustery Day, here come the windmills. Klingt schon mal hart. Okay. So eine Salzstange für den Öfen ist schon geil. Okay, das sind fucking Windmühlen. Hier drüben ist das Rohr. Ich würde sagen, es stürmt sehr stark. Und irgendwas sagt mir. Ja, genau. Okay. Die Windmühle ist ein Hindernis. Das kann ich nicht berühren. Darf ich nicht berühren, wahrscheinlich. Ja, gut, ne? Machen wir die Danone-Taktik. Und zwar nach dem Motto, leg los, werd groß. Ich fange jetzt einfach an, irgendwas zu bauen. Also es soll wohl irgendwie mit dieser Kette laufen, glaube ich. Und entscheidend ist mal, dass ich die an den Stellen, an denen ich was reisen will, hochbringe. Ja, hallo? Bleibst du hier, Freundchen? So, wir gucken mal. Das ist definitiv zu niedrig. Also brauchen wir noch einen von den Dingern hier. Ich würde ja fast sagen, machen wir zwei draus. Das Problem ist, ich habe voll Angst, dass ich gegen die Windmühle knall, wenn ich die jetzt versuche anzuheben. Oh, das ist knapp. Fuck! Scheiße! Das war genau, was nicht passieren soll. Das ist natürlich dumm. Dumm! Mann, scheiße! Wo ist eigentlich... Wo ist der fucking Luftballon hin? Hallo, hier, ich soll euch nicht hier unten verkrümeln? Hier oben gibt's zu tun. Hey, hallo! Oh, Mann, war doch fast dran. Aber wie ein behinderten, spaßiger Luftballon hier. So, Freunde, wisst ihr was? Damit ihr einfach nicht abhaut, ich muss jetzt genau hier oben alle postieren. Ich glaube, es hackt. Ich kann hier ständig den Fuß hinterherjagen. Wer bin ich denn? Hab ich sie denn noch alle? Das war jetzt mehr eine Fanfrage, weil dass ich sie nicht mehr alle habe, wisst ihr ja selber. Also, sonst würde ich nicht so Spiele spielen wahrscheinlich. So, Freundchen, du hängst jetzt derartig hoch. Hier kann ja eigentlich gar nichts mehr passieren. Aber Moment, das hatte ich beim letzten Mal auch gesagt. Und das war das Ende vom Lied. Nur Scheiße. Gut. Das ist schon mal alles nicht schlecht. Das ist ja alles schon mal nicht schlecht. Ich würde ja fast behaupten, das hängt schon wieder fast zu hoch. Gut. Hier müssen wir so ein, zwei Luftballons müssen wir hier behalten. Würde ich sagen, das war schlecht, weil hier oben ja das Ende ist eigentlich. Das ist dumm. Komm auf, ich brauche hier noch so einen Luftballon, ich brauche dich hier oben. Ja, genau, so. Okay, und jetzt muss ich wahrscheinlich schaffen, das Ding hier kommt komplett hinter der Windmühle runterbaumeln zu lassen, so dass ich direkt das Rohr treffe. Das wäre zumindest sehr wünschenswert. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Sieht bis hierhin gut aus, würde ich mal meinen. Ich glaube, ich treffe es nicht ganz. Jetzt muss ich die ganze Gewichtsverteilung irgendwie anders machen. Oh fuck, das war knapp. So. Jetzt würde mich mal jucken, ob die schwarzen Goos schwerer sind. Zum Glück, dass ich die schwarzen Goos nicht anwählen kann, das ist schon mal geil. Dumm. Ich hab
gar nicht mehr viele von diesen Weißen, ich sehe schon. Das ist auch ziemlich uncool. Fakt ist, ich bin definitiv zu weit daneben. Fuck. 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 God damn it. Scheiße. Was ist eigentlich aus Idee? Ja, nee, 18 Stück ist ja klar. Don Quixote und Sancho Panza. Wir kämpfen gegen Windmühlen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt gegen Windmühlen, gegen eine Windmühle, die mir total auf den Sack geht. So. Dummes Gebäude. Wir müssen uns diesmal total richtig verstehen. Ah, Moment, ja, ist gut. Ich kann die Schwarzen nicht anwählen. Das ist ziemlich assi von dem Spiel. Aber ich würde sagen, ich flacke jetzt einfach jeden Luftballon hier hin, den ich habe. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, diese Idee, die ich habe, die ist auf jeden Fall schon mal ganz gut gewesen. Und die Ausführung war ziemlich für den Arsch. Also gut. Hau mal hin. Du bist definitiv zu niedrig, mein Freund. Deswegen würde ich sagen, 3 Stück schicken. Jetzt machen wir es wieder ähnlich. 1. Nein, doch nicht dahin. Behindertes Mistviech. Oh, nerv. Sorry, Leute, aber sowas ist absolut unnötig. Viele meint mich verarschen zu müssen. Das hasse ich wie die Pest. So, jetzt vorsichtig. Hallo, Luftballon, yeah. Nein, geh weg von der fucking Windmühle. Weg! God damn it! Das darf doch nicht wahr sein. So, Freund. So, Spiel. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Kannst du dir mal merken. Ja, genau. Für den weißen guter Zufen gehackt. Sorry, aber Leute, sowas ist absolut. Das ist sowas einfach nur billig, ey. Wenn ich die Guss nicht gescheit auswählen kann, das ist schon ziemlich für den Arsch.